Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 6. Und wir sind hier am Anbrennen. Ich muss hier kurz ein paar Bäume anbrennen. Ah, ganz wichtig. So ist die Natur doch besser. Wir müssen ein paar Sachen zerstören. Ein paar FMD-Basen zerstören und irgendeine Rosario töten. Dann gehen wir erstmal zu dem Punkt hin. Oh, Rang 4, das wird mir... Das wird hart. Aber egal, das schaffen wir schon. Vor allem, das ist Territorial Island. Wenn wir das nicht schaffen, weiß ich auch nicht mehr. Oh nee, muss ich da jetzt wirklich bis dahin laufen? Ah nee, warte mal, ich habe ja mein Auto. Ich fahre lieber. Ja, das finde ich auch so. Warte mal, da hinten ist ein Guy. Schnauze, geh raus, das ist mein Auto. Und hör auf zu hupen. Du musst laufen, Guapo. Guapo, töte den da hinten. Ist Copyright-Musik? Ich hoffe es mal nicht. Kann man hier irgendwie Anlage ausstellen? Ich drück drauf, es passiert nichts. Ah, jetzt. Ich hab mal lieber ausgemacht, weil nicht, dass es irgendwie Copyright ist. Und da habe ich halt echt keinen Bock. Okay, kann ich nicht hier über den Berg fahren? Hier geht's doch nach oben. Ah! Danny, ich habe gehört, du kümmerst dich für Benito um ein kleines Problem. Ja, ich werde seiner Freundin Rosario einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig, sie wird nicht allein sein. Kundschafte alles gründlich aus, bevor du den Abzug drückst. Und denk an Regel Nummer 9, das richtige Werkzeug für den Job. Regel Nummer 10, halt deine Klappe. Gut, du bist erwachsen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Breite deine Flügel aus und flieg, kleiner Vogel. Regel Nummer 11. Sollte nach Rosario Ausschau halten. Jetzt mal kurz Ruhe sein und lass mich mal konzentrieren. Okay, da haben wir... Ah, da ist hier. Commando Rosario. Ich kletter mal hier runter. Wo kann ich hier den Panzer nehmen? Primo kann den Panzer bestimmt platt machen. Ich könnte ihn aber auch klauen. Hier ist kein Platz für Amigos. Ja, wir nehmen den mal mit. Schieß! Boom! Adios, Rosario! Na komm, schieß doch! Also, der braucht echt lange noch zum Nachladen. Ich kann zwar die kleinen Kugeln schießen, aber die großen, die brauchen ewig zum Nachladen. Raus, schnell raus hier. Raus. Okay, erstmal gesichert. Ich steig mal kurz aus. Ach, das war's. Bin schon fertig damit. Ach, scheiße. Warum scheiße? Ist doch voll geil grad. Das hat echt Spaß gemacht. Okay, das ging schneller als ich dachte. Aber okay, ist Far Cry, was erwarte ich? Kommst du, Guapo? Ach, der kommt schon nach. Benito, du wirst Rosario nicht wiedersehen. Du bist härter, als du aussiehst, Danny. Libertad ist auf einem guten Weg, aber die Arbeit ist noch nicht getan. Geh zur Tankstelle und bring diese Sache zu Ende. Aber sicher doch. Kann ich hier noch irgendwas upgraden? An meine Waffen? Ich hätte gerne irgendwie so ein Visier. Nee, also bei... Ah, nichts kann ich da upgraden. Kann ich vielleicht an meine... den Supremo noch was machen? Ich will zumindest irgendwas hier. Nee, ich hab alles nichts. Ich gehe wieder leer aus. Das ist ja scheiße. Naja. Warte mal, ich hab... eine Schlüsselkarte zu einer Waffenkammer gefunden. Lass mal hier weiterfahren. Und hier ist noch ein FND. Ja, okay, vielleicht bleiben wir erstmal hier, bevor wir weitergehen. Einfach mit dem Auto hier runter. Komm schon! Jawohl! Obwohl, so, jawohl ist das jetzt auch nicht. Ach doch, alles in Ordnung.
Passt. Okay, gibt's noch so ein Depot? Lass das nochmal ernten. Metalle, geil. Und hier? Schießpulver. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, welche Leute müssen mich jetzt hier nerven? Verpiss dich. Meine Fresse. Kurz mal reparieren. Und Munition auffüllen. Das ist echt cool gemacht, dass man hier bei seinem Wagen immer die Munition auffüllen kann. Weil in Far Cry 5 musste man immer irgendwie in den Shop gehen und da die Munition auffüllen. Jetzt ist das halt viel einfacher. Und hey, ganz ruhig. Hab gesagt, ganz ruhig. Hey, hilf mir. Danke sehr. Ja. Bitteschön, eine Libertad-Kiste gibt's hier. Okay. Also für jetzt ist es natürlich sehr wichtig, alle Nebenmissionen und so mitzunehmen. Aber ich glaube, später ist es jetzt nicht so wichtig. Alter, bleib doch stehen. Warum fährt der hier mit 100 km/h durch? Habe ich nicht einen Schalldämpfer? Warum macht die fucking Waffe immer noch so viele Sounds? Ach, der Schalldämpfer überhitzt. Was ist denn für ein Scheiß? Seit wann überhitzt ein verdammter Schalldämpfer? Also das habe ich noch nie gesehen. Guck, warum überhitzt ein Schalldämpfer hier? Das macht so gar keinen Sinn. Das ist ein geiler Alarm. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir hier eine Waffe? Oh ja, El Grande. Das ist eine Maschinenpistole. Gib mir die mal her. Wir haben auch eine Schrotflinte bekommen. Werde ich die auch mal ausprobieren. Einfach mal immer ein paar neue Waffen benutzen, ist nicht schlecht. Ja, ich hab dich auch gerade gesehen. Bis du gestorben bist. Okay, lass mal erstmal Schnellreise nehmen. Ja, wir müssen nur noch hier hin. Gott, ich brauche einen Ferdinand, komm her. Oh, schön an seinen Schwanz. Das Zeug, was ich kaputt machen soll. Perfekto. Ach, hier auch noch. Hab kaputt gemacht. Jetzt haben sie mich eh bemerkt. Au. Hier gibt's glaube ich einen Heiler, sonst würden die nicht hier noch am Wiederbeleben sein. Ja, da ist er. Und der Heiler ist weg. Danke für die Info. Pass auf dich auf, Dani. Die schicken Verstärkung in deine Richtung. Ja, ich hab's bemerkt. Gott, hat die Rückstoß. Alter. Guckt euch mal den Rückstoß an. Ah, hier kann ich auch noch was kaputt machen. Bleib liegen! Geil. Habe ich jetzt alle von denen kaputt gemacht. Guapo ist tot. Scheiße.
Wir können uns doch mal umgucken, ob es hier noch welche zum Kaputtmachen gibt. Aber eigentlich nicht mehr. Nee, das war das Letzte. Und du bist jetzt auch der Letzte. Hier, stirb. Ja, Wollo. Ich glaube, man bekommt auch einen Bonus, wenn man es halt komplett leise macht. Ich bin aber eher der Action-Typ. Hola. Hey. Hola. Richtig stark, Danny. Gut gemacht. Danke, danke, danke. Irgendeine Schlüsselkarte wieder bekommen. Wahrscheinlich klar, hier. Alter. Rosario ist tot. Und der Treibstoff fließt wieder. Si, carajo. Ich gebe zu. Ich habe eine MG bekommen. Also eine LMG. Das ist ja geil. Ich hatte meine Zweifel wegen Clara, aber an dir habe ich nie gezweifelt, Micho. Ich weiß ein bisschen was darüber, wie man auf seine Leute aufpasst. Sag, Clara, ich mach mich auf zu ihrem Lager. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Gracias, Danny. Gracias. Treibstoff der Revolution. Gut, ist alles bereit für den letzten Akt. Hi. Hallo. Sieh dir an, ich hab auch habe. Die Angel freigeschaltet. Warte mal, bevor mich jetzt hier noch einer callt. Ich will die LMG hier verbessern. Panzerbrechende Munition am besten. Ich kann keinen Scheidi rein aufbauen. Okay, auch keine Mods. Na gut. Clara, Benito ist wieder auf deiner Seite. Er ist gerade auf dem Weg zu dir. Scheiße, Danny, danke. Und jetzt komm zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Danny. Wie wär's, wenn wir erst noch Geschichte schreiben? Alles mit Bedacht. Hier ist noch ein Shop. Ach, guck mal. Hier kann ich... Oh ja, das ist ja geil. Hier kann ich meine Sachen tauschen. Okay, und hier kann ich kaufen. Dann... Ja, lass mal AK-47 kaufen. Ich habe eh keine Lust mehr auf diese FAL. Dann gönnen wir uns eine AK-47, mein Lieblingssturmgewehr. Das kennt ja auch jeder schon. Mit panzerbrechender Munition, mit einem Scheidi. Und ein Visier kann ich immer noch nicht draufpacken. Genauso wie eine Mod. Und so eine Color. Hast du noch irgendwas Besonderes? Was hast denn du noch hier alles drin? Okay, den Rest kann ich mir eh nicht leisten. What the fuck, ich kann den Typen nicht mehr töten. Ich kann ihn nicht töten. Nein. Es ist ja voll schade. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aus sieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla, Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht erst, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe.
Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine Scheißangst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Guapo. Ah, es kann nur noch nach hinten gehen. Uff, uff, uff. Ja, komm, dann schieben wir diese Mission noch hinten rein. Wird ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Gut, wo ist die Alte? Ich will jetzt die Mission anfangen. Ich ruf mich schon wieder an. Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum... Hab ich doch kaputt gemacht. Nicht schlafen, alter Mann. Das habe ich längst ausgeschaltet. Grüß dich, Danny. Du hörst dich langsam an wie ein echter verdammter Guerriero. Ah, okay. Das Spiel hat sich gemerkt. Dann ist ja alles in Ordnung. Okay. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich dort bin, weil ich würde das jetzt mal überspringen. Ist ja eh nur gelaufen. Alright, da sind wir beim Leuchtturm. Clara, ich bin bei Castillos Schiff. Muy bien, Danny. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, verstanden. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Ja. Dann schießen. Sieht erstmal alles gut aus. Würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Julio, du warst geil. Wir sehen uns bei der anderen Seite. Und Geronimo! Nee, ich mach lieber Gleiter an. Oh Gott. Es reicht nicht. Muss noch ein bisschen schwimmen gehen. Macht nichts. Wartet, noch nicht feuern. Bin noch nicht da. Ich gebe euch ein Zeichen. Gut, bin drauf. Könnt losmachen. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Danny. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Ist da gerade explodiert? Okay, sie haben mich eh bemerkt. Verstanden, Julio. Warte. Bleib in Bewegung. Gracias, Reisa. Scheiße, geht's hier ab. Genügend Ziele für alle, Juan. Oh Gott, Alter, ich bin so überfordert. Kann ich irgendwas machen? Soll ich kaputt machen? Machen wir es einfach kaputt. Nee, nicht mal das hier. Oder kann ich mit den Geschützen... Irgendwie, das leuchtet hier die ganze Zeit auf. Ah, jetzt... Ich wusste, ich kann irgendwas mit den Geschützen machen. Ah, schade. Ich dachte, ich kann... Oder? Ja, fast. Ich könnte fast auf das andere Schiff schießen. Bam! Aua. Aua. Ich konnte gerade nicht mal was machen. Ihr Digga, Juan, guck doch mal. Der hat einfach rumgeballert wie so ein Verrückter und hat nicht mal gesehen, dass ich da bin. Das finde ich geil.
Juan, bester Mann. Alter. Hier ist es gefährlich. Ach nee. Mann, shit doch. Ganz ruhig. Musst gucken, wo der letzte Alarm ist. Ach, schade, zu spät. Sie hätten es wahrscheinlich eh bemerkt. Okay, gibt's nochmal Schießpulver? Hör auf mich zu schlagen, Digga. Au, fast tot. So, was ist denn hier unten los? Da oben. Au, Digga, warum tretet mich denn jeder? Ich bin komplett am Arsch. Ja, ich brauche Rückendeckung. Komm, wo ist denn, wo sind die letzten? Setz sie unter Druck, Dani. Wir brauchen dich. Yara braucht dich. Ja, wie viele kommen denn hier noch? Oh, das war ein geiler Kill. Bin halt von unten gesprungen und hab ihn dann gemessert. Au. Was explodiert denn hier alles? Leute, ich existiere auch noch. Durchhalten! Wir kriegen gleich Luftunterstützung! Oh ne. Das ist ja scheiße. Hier ist noch einer. Hier lebt noch einer. Das ist, glaube ich, der letzte. Verpiss dich da. Nummer 1. So, schnell zum nächsten. Boah, geil. Juan macht ja erstmal den Heli kaputt. Au, 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 au. Digga! Ich kann einfach durch das Wasser schießen. Klingt das so einfach, Juan. Ich sammle gerade Abschüsse, Dani. Versuch mitzuhalten. Halt mich einfach am Leben, okay? So. Jetzt bin ich wieder am Start. Dani, was ist da? Patrouillenboote sind gerade etwas beschäftigt, klar. Halten! Die halten nicht mehr lange durch. Auf dem Wasser. Au. Ich kann gerade nicht. Ich bin komplett am Arsch. Noch mehr Unterstützung. Ballert die doch jetzt endlich mal weg. So, tot. Da hinten ist irgendwie schon das Schiff. Das ignoriere ich mal kurz. Einer hier noch. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Da kommen noch mehr Soldaten. Mach dich bereit,
Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt! Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind fertig. Puh. Kann mich einer abholen oder so? Alles klar. Hallo? Leben die überhaupt noch? Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Danny. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Danny, ich bin auf dem Weg zu dir. What the fuck? Kann bitte einer mich abholen? Die schießen von dort oben. Wo bist du, Clara? Clara. Komm doch jetzt bitte. Ah, da hinten. Ah, es hat ja eine Ewigkeit gedauert. Viva Libertad, Dani.